willkommen zu einem neuen Vlog. Und ja, es ist ein sehr ungewohnter Ort, einen Vlog zu starten, aber wir sind im zweiten Tag heute im Europapark. Stehen gerade an der Bobbahn an. Wir haben einen richtigen Griecher gehabt, ne? Es ist nämlich nichts los an der Bobbahn, alles andere ist voll, Eurosat ist total voll. Hier ist direkt schon die Bahn. Hier aber nicht und sehr geil. Und ja, ich höre mal auf, weil wir uns das anstellen müssen. Der Bobbahn gefahren und eigentlich ist es ja so, dass ich mir mit dieser Hand der Kamera immer so die Gesichter filme, kennt ihr ja. Und eigentlich ist es überhaupt gar kein Problem, wenn du eine Handschlaufe hast. Und bis jetzt hat auch irgendwie nie jemand was gesagt, nur jetzt hier, aber mega unfreundlich. Also habe ich mal so, ja, kannst du mir bitte die Kamera geben? Nein, die Kamera nicht gefilmt, die wird nicht gefilmt. Und denkst du nur so, ja, alter Schwede, geht auch freundlicher. Ist so, ich kenne wirklich, nee, dann holen sie die wieder raus. Ja klar, auf der Bobbahn. Hole ich mir auf jeden Fall aus der Tasche raus, weil man ja super gut in die Tasche drankommt, ohne blaue Flecken zu kriegen. Naja, war ein bisschen unfreundlich, aber okay. Und ja, ich glaube, Kevin, nee, der durfte filmen mit der Geburt. Okay, naja. Weil die Kamera hätte mir auch echt nicht aus der Hand fliegen können. Also es gibt tausend Leute, die ich hier gesehen habe. Das ist auch wieder mal so ein Ding, die Leute sollten sich mal einig werden, was man jetzt darf und was man jetzt nicht darf. Naja, auf jeden Fall sind alle einzeln wieder gefahren und Kevin kommt gerade angerollt, Carsten ist angerollt gekommen und jetzt gehen wir zur Wilden Maus. So, von der Bobbahn jetzt hier auf dem Matterhorn sitzt. Ich hoffe nicht, etwas sind die Mitarbeiter. Ja, wird schon. Bobbahn fand ich ganz gut. Nein, der Typ vor mir durfte mit dem Handy filmen, das ist es halt. Der Typ vor mir ist mit dem Handy. Ja, auf Silberstein auch alles geklappt, aber wenn er sagt, ist so, dann ist es halt so. Ja, ist ja nicht schlimm, aber warum glaubt er, der vor mir dann mit Handy filmen und das ist jemand nicht gesichert? Das endet dann so wie bei Taron. Wir stehen ja auf jeden Fall hier. Wollten die beiden Achterbahn als erstes machen? Und danach gucken wir mal. Danach gehen wir es ruhig an. Haben uns ein Voletarium-Zeitticket auch wieder geholt für heute. Und wollten uns auch noch eine Show anschauen mit Seifenblasen. Die wir gestern schon gucken wollten. Ich finde die Wilde Maus voll cool, weil es keine normale Wilde Maus ist, weil du einfach mit dem Lift hochgehst, hochgefahren wirst. Das ist halt schon besonders. Ja. Das ist schon cool. Und wir stehen hier an Secrets of Gravity. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was davon gehört. Wir stehen jetzt hier gerade ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert, irgendwie ist eine Show ausgefallen, leider wurde uns Bescheid gegeben. Aber es ist auf jeden Fall total nice hier drin. Ja. Oder? Mega chillig. Könnte man so schlafen, wenn man müde ist. So. Also gefällt mir sehr gut hier. Wir haben jetzt Gravity, bla, keine Ahnung, was das genau war, geguckt. Secrets of Gravity. Secrets of Gravity. Yeah. Und die Secrets of Gravity, das war, du sitzt da einfach in so einem Fatboy zum Beispiel drin, saugemütlich, und über der ist eine fette Leinwand. Und dann läuft da einfach so eine Erzählung über die Schwerkraft, was das ist, wie, bla, so ein bisschen so ein auf schlau tun, damit man so ein bisschen Information und so bekommt und man weiß Bescheid. Ja. Naja, ist auf jeden Fall ganz nett, wenn man müde ist und man noch Zeit hat, kann man es auf jeden Fall mal machen. Ja. Also ich habe es vorher nicht gekannt, habe davon nie gehört, das war dieses Jahr neu gewesen sein irgendwie. Ich kannte es vorher nicht, beziehungsweise habe davon noch nie was gehört, aber es war echt nett. Doch, muss man schon sagen. So, ich habe mir jetzt ein Eis geholt. Die Bibi steht da hinten, holt sich irgendwas, Hamburger oder so. Kommt nicht so viel Lust, wenn wir vielleicht nachher Flammkuchen oder was in der Bäckerei oder so mal gucken. Und jetzt warten wir, in einer Stunde fängt unser Zeitticket für Voletarium ungefähr an. Ich denke, dass wir das nächstes machen, dass wir dann langsam wieder zum Haupteingang gehen. So, jetzt haben wir noch was Zeit, bevor wir die Zeittickets einlösen müssen. Jetzt gehen wir auf Piccolo Mondo, dieser kleine süße Mini-Dark Ride mit den Hamstern. Und das werden wir jetzt tun und es ist irgendwie brechend voll heute. Ich habe das Gefühl, sogar voller als gestern. Naja. So, wir waren gleich daraufhin bei Pico Mondo und jetzt wollten wir uns eigentlich eine Show angucken, aber wir haben uns mit der Uhrzeit vertan. Die fängt erst um 13:45 Uhr an, nicht um 11:45 Uhr. Aber jetzt irgendwie eine Show, die um 11:30 Uhr schon anfängt.
da um die Ecke. Genau, das ist eine Vogelshow, ist das. Naja, ich meine, wir müssen eh hier bleiben. Ja, warum nicht? Ich meine, ob wir jetzt hier rum sitzen, dürfen wir noch machen. Und danach ins Voletarium. Dann warte ich raus. Oh, können wir die nicht an. Aber du kannst ja filmen, wenn du filmen darfst. Zu Mare, zu Rock und Juppe, Amore. Vize Lande, Babavino, in Granduani, Dae, Amore. As we're reaching, tingling, rausgegangen wäre, dass es wirklich scheiße war. Und ich habe das Gefühl, die machen eine Show, um eine Show zu machen, oder? Um irgendwie irgendwas machen. Oh, ja, das war wirklich schrecklich. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Seifenblasen-Typen da, weil, ja, genau, weil das ist, aber das da, Hilfe. Ja, ich habe gerade noch Brötchen gegessen, ich habe Flammkuchen gegessen. Jetzt stehen wir hier an für Voletarium. Zeitticket müssen wir jetzt noch einlösen, dann können wir das nochmal fahren. Ich glaube, es wird das letzte Mal Voletarium sein, was wir jetzt erstmal fahren und dann, keine Ahnung, ob wir irgendwann nochmal wiederkommen dieses Jahr oder erst lieber nächstes Jahr. Ja, und dann mal schauen, was wir dann machen. Es ist auf jeden Fall unheimlich schwül draußen und super, super. Also man sitzt und ölt. Aber da drin ist es etwas kühler und deswegen, wir gehen mal rein. Ich muss nur gucken, die Sonne blendet. Wir waren gerade wieder im Voletarium. Wir saßen jetzt ganz oben, also mittig. Wir saßen einmal ganz oben, ganz unten, einmal mittig. Also wir haben jetzt alle drei Sitzpositionen ausgetestet. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was mir besser gefallen hat, ehrlich gesagt. Also die Mitte war schon eigentlich bis jetzt das Beste. Man sieht unten nichts, man sieht den Rand nicht, man sieht oben ein bisschen Rand oder das Ende von der Leinwand. Aber ja, und es ist immer noch geil. Ich bin immer noch verwundert. Also umso öfter ich das gucke, umso mehr gefällt mir das, muss ich ehrlich sagen. Machen, weil ich dachte ich mir nur so, ja okay, jetzt denke ich mir so, ja eigentlich ganz cool. So auch selbst auch im dritten Mal gucken, also umso öfters, desto besser irgendwie. Ich bin immer noch total geflasht mit diesen Duftstoffen, weil es riecht mal nach Blumenwiese, nach Wald und dann nach, ja, nach Minze oder so. Frischer Luft soll das darstellen, Kälte. Also Gletscher, ja? Riecht nach Minze. Ja, ja, ist so, ne? Ja, aber genau. Man konnte trotzdem genau direkt identifizieren, was ist so ein, weißt du, am Duftstoff wusstest du schon, aha, das ist das. Passt perfekt und das verfliegt und wenn du da reinkommst, hast du nicht das Gefühl, als ist zu gestunken und denkst du, so, meine Güte, Parfum. Und auch der Duft selber, denkst du nicht, das ist irgendwie so ein Parfum, das riecht. Also macht's einfach, ist auf jeden Fall super. Und noch ein Tipp, auf jeden Fall Zeit gezogen. Das längste, was wir jetzt gewartet haben, waren 10 Minuten bei allen drei Mal. Und wir konnten gestern so durchlaufen mit dem Zeitticket. Ganz vor 9 Uhr wieder, dann konnten wir auch so durchlaufen. Also holt euch heute konnten wir theoretisch auch so gut durchlaufen, aber wir wollten in der Mitte sitzen. Genau. Deswegen mussten wir ein bisschen länger warten. Genau, aber ansonsten ist das echt das Beste, was ihr machen könnt. Das ist euch so ein Ticket zu ziehen. Nur den wir ewig gesucht und dann endlich gefunden haben, sind jetzt bei Piraten in Batavia gelandet. Das ist ja wirklich eine Tortur. Aber gefunden! Jetzt 5 Minuten anstehen und die Kühlein sieht schon echt cool aus. Machen wir was zum Gucken. Mal gespannt! Ich habe es beim letzten Mal nicht gemacht. Heute werden wir es tun. Erstmal! So, wir waren gerade bei diesen Piraten drin und ich muss sagen, es war wirklich super schön. Also mir hat es bis jetzt von den Dark Rides mit am besten gefallen. Ja, auf jeden Fall machen hier in den Niederlanden. Sehr, sehr schön! Und haben uns jetzt auch einen Flasch geholt. Ein Kalypso-Flasch. Und hinten läuft die Show, deswegen ist es ja auch gerade so laut. So Korbspringer oder was man das? Nicht Korbspringer. Ja. Wasserspringer. Und jetzt gehen wir auf die Holzachterbahn. Oder endlich. Ja, haben wir gestern auch nicht gemacht. Gefahren. 15 Minuten anstatt 45. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Haben wir die Haare. Hammer. Ja, war geil. Wie immer, wo das einer der besten Bahnen finde ich im Park. Richtig geil. War länger, als ich es in Erinnerung hatte, aber ich bin echt begeistert. So, wir sind jetzt beim Powered Coaster beim Alpen-Express. Wir machen da jetzt auch wieder VR, aber ein anderer Film. Genau, da ist irgendwie ein Voletarium, irgendwie so was in der Art, irgendwie so ein Fliegefilm. Ja, also ich muss ehrlich
ehrlich sagen, den anderen Forever, den wir gemacht haben, den fand ich persönlich deutlich besser. Also mit Edda, Euromaus und Dings. Der war netter, aber nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Brille irgendwie nur so bis hier hochziehen konnte, irgendwie gar nicht richtig tiefer. Ging nicht, ich habe auch verstellt, keine Ahnung warum. War ein bisschen blöd, aber okay. Wir machen jetzt die letzte Achterbahn im Park. Ja, und dann haben wir die Achterbahn alle satt. Dann sind wir endlich durch und dann haben wir nicht mehr viel, was wir machen wollen. Wir wollen noch eine Seifenblasenshow gucken und den 4D-Film jetzt rein. Gefahren. Also das letzte Mal, dass wir jetzt gefahren sind, mit dieser Thematisierung, die wird auch unthematisiert, ne? Meine ich. Irgendwie vielleicht, dass mal irgendjemand gesagt haben soll, im Winter oder so. Und ja, die Bahn ist natürlich wie immer super ruckelig. Ist ja einfach eine. Ich mag sie nicht. Ich weiß nicht. Sie tut genauso wie die Euromir, finde ich. Sie ist genauso schmerzhaft. Irgendwie können sich beide zusammen tun, die Achterbahn. Naja. Ich bin mal gespannt, wie die Unthematisierung aussieht und vielleicht haben die auch ein, ja, mit die Strecke auch ändert. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, dass die ganze Bahn mal ein bisschen smoother wird. Das wäre auf jeden Fall mal wunderbar, so ein bisschen ölen oder so. Wäre ja mal nett. Naja, Seifenblasen. Bei dieser Seifenblasen-Show. Und die Sache ist, dass das gleiche Ding ist wie bei dieser Vogelshow, wo wir gegangen sind. Was uns etwas verwirrt hat. Und genau, es geht gleich los. Bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, gut, was wollten wir eigentlich gestern schon gemacht haben, aber haben wir tatsächlich nicht geschafft. Ja. Und jetzt hier mit. Seifenblasen-Show. Illusion heißt die Show. Das ist hier. Das ist Haupteingang. Richtig, richtig cool. Die Show war richtig. Also da heißt es mal wieder, dass mit Technik nicht alles machen. Also dass alleine so Seifenblasen einen schon begeistern können. Das war richtig cool. Der Typ, der war wohl auch beim Supertalent gewesen, aber ich muss echt sagen, total sympathisch. Super schöne Show. Schaut euch die auf jeden Fall an, wenn ihr hier seid und noch Zeit habt und bis zum zweiten Tag oder so. Wirklich total klasse. Top. Super schöne Show. So, wir sind jetzt im 4D-Kino, weil wir nämlich jetzt noch den zweiten Film Zauberkarussell. Ja, das wird nicht gucken müssen und genau, deswegen sitzen wir jetzt hier und chillen unsere in diesem super Sitzen hier. Meister. Wir waren gerade in dem Zeitkarussell. Das ist vor 2 Jahren rausgekommen und dort ist praktisch, wird nochmal gesagt, wie die Euromaus und Euromausi heißen. Genau, also so eine kleine Geschichte darüber, wie die heißen und so. Auf jeden Fall schön gemacht. Setz dich auf jeden Fall ganz hinten in diese gemütlichen Einzelsitze. Das heißt Einzelsitze, aber die bewegen sich halt und die anderen irgendwie nur brechen nur in sich zusammen, sag ich mal. Schaut, also wenn ihr euch das anguckt, auf jeden Fall hinten sitzen. Und jetzt über den Horrorcon und vielleicht sehen können sie nochmal hoch, was da 25 Minuten warten kann man machen. Ja, wir sind gerade im Biergarten gelandet. Hinter uns spielt schon die Musik. Wunderschön. Ja, sind gerade nach Silverstar gefahren. Ganz hinten, mega geil. Und wir sind Anita. Anita. Um Gottes Willen. Schrebergärten-Veranstaltungen und so mit Glückskulose und so. Halleluja, okay. Ja, ich melde mich dann später wieder, wenn es ruhiger ist. Fast am Ausgang gewesen, weil es gerade noch sind wir gerade im Laden. Ratet mal, was diese Software kostet. Kann man sich doch mal leisten, Bibi, oder? 300 Euro? Ich würde sagen, hallo, das soll ich jetzt ein Weihnachtsgeschenk, das ist ein Wacker. Aber steht hier das überhaupt? Mir? Ach, da steht mir sowas. Das ist auch gar nicht hässlich, das kippt sich gar nicht ein. Überhaupt nicht. Europa-Park top, der Park hat eigentlich zu, aber das Proletarium hat immer noch auf, man kann immer noch zum Molitarium gehen. Echt ja, cool, ist das? Mal, ich lag auf, also noch 5 Minuten warten und habe schon ein bisschen weiter, aber du könntest theoretisch noch warten. Und auch, wo wir gestern hier waren, vor 9 Uhr hier, hat das Proletarium auch schon auf, direkt. Entweder vor 9 Uhr direkt hierher und ein Zeitticket holen. Am besten, wenn 10 Minuten steht, stellt ihr euch, also erst durch ein Zeitticket, dann steht 10 Minuten da, wenn ihr Glück habt, dann geht ihr da ran und dann geht ihr nochmal ein Zeitticket, dann könnt ihr Zimmer am Tag fahren. War echt top Europa Park. Ja. Könnten sich andere Parks die Scheibe abschneiden. Von Persialand. So, jetzt gehen wir
aber. Ja, jetzt gehen wir aber wirklich. Aha, nee, Tirinolo. Die rennen alle noch ins Proletarium rein. Man hätte reingehen können, ja? Man hätte echt reingehen können. Ich war ja auch drin gerade. Also so. Und wir haben jetzt 6 Minuten nach Parkschluss. Ja, genau. Und die rennen alle noch in die Q-Line rein. Und vor der Parköffnung schon offen. Habe ich schon erwähnt, dass das Proletarium vor der Parköffnung schon offen hat. Aber ich meine, wer was sagt, ein Parkbesitzer, man kann ja auch mal eine Stunde für eine Neuheit anstehen, hä? Bei dem ist jetzt gut. Man kann im Einzugbetrieb auch mal eine Stunde anstehen für eine Neuheit. Ja. So, wir sind wieder zurück in der Unterkunft. Und ja. Kevin macht gerade Kaffee. Auf jeden Fall muss ich sagen, Europa-Park ist immer wieder ein sehr schöner Park. Also ich muss sagen, die haben jetzt nicht die krassen Attraktionen, wo ich deswegen gehe ich da unbedingt hin. Nee, also ich finde Silverstar ganz cool. Piraten von Batavia war cool. Arthur natürlich, darf ich nicht vergessen, ist saugeil. Und das sind so auf jeden Fall die drei, die mir am besten gefallen haben. Fan von Blue Fire, auch wenn ich mir jetzt vielleicht viele Feinde mache, aber ich meine, das ist meine ehrliche Meinung. Das bin ich wirklich nicht, ich weiß es nicht. Ich kann mich damit nicht ankommen. Oh, Woden habe ich vergessen. Woden ist auch sau geil. Hammer. Bestimmt vergesse ich die immer, weil die ganz hinten im Park steht. Oh, oh, oh. Nein, auf jeden Fall ein super schöner Park. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe immer noch nicht alles gesehen. Weil immer, wenn man überall hinguckt, fällt immer einem irgendwas Neues auf, weil der Park einfach nur so riesig und so groß ist. Durch die Schweiz zum Beispiel sind wir auch nur ganz kurz gegangen und auf die Bobbahn und das war's. War auf jeden Fall noch ein rundum gelungener Tag. Ich gehe auf jeden Fall immer wieder gerne in den Europa-Park. Ich finde, dass es ein super schöner Park ist. Auch echt klasse, dass die auch Voletarium zum Beispiel bis Ende auf hatten, aber das habe ich ja auch schon erzählt. Früh aufgemacht, spät zugemacht, perfekt, super, also klasse. Und man hat auch nicht das Gefühl, man wird aus dem Park rausgescheucht. Das Einzige, wer rausscheucht, sind die Besucher, die auf einmal en masse zum Ausgang laufen. Aber es ist wirklich eine entspannte Situation. Wir saßen bis zum Ende noch im Biergarten und keiner hat gesagt, wir wollen jetzt zahlen, stehen Sie bitte auf. Oder wir machen jetzt zu. Nö, das war wirklich entspannt. Sehr, sehr gut. So, essen tun wir aber heute außerhalb. Und zwar hat Irene uns das ein Schnitzelhaus vorgeschlagen. Zum Ochsen in Ruß ist das. Und da werden wir jetzt gleich wieder hinfahren, aber wollen wir noch ein bisschen fresh machen, ein bisschen duschen. Und genau, also ich melde mich dann einfach beim Essen wieder. So, wir haben uns jetzt frisch gemacht. Meine Haare habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich zu faul für. Jetzt suchen wir das Restaurant. Das muss hier ganz in der Nähe sein. Notebook haben wir dabei, weil die Bibi gleich noch das Handmail machen muss, für das Waffeleisen Off-White. Wir einen Schlüssel haben, aber das hatten wir nicht mehr gehabt. Gut, wir sind auch ein bisschen spät reingekommen, aber egal. Wir haben jetzt, wie heißt das nochmal? Schweinemedaillon. Schweinemedaillon, genau. Mit Pommes und ja. Spätzle. Hammergeil. Hammer. Ich freue mich. So, wir waren gerade vor dem Restaurant Gasthaus zum Ochsen essen. Es war sau lecker. Die hatten da selbstgemachte Spätzle gehabt. Wir haben Schweinemedaillons gegessen, weil die, habe ich ja schon erzählt, die Schnitzel, ne, gab es nicht mehr. Aber war sau lecker, war richtig viel. Also, ich habe sie alles aufbekommen, so wie immer, aber es war richtig gut. Wie geschmeckt es, würde ich sagen? 5 Minuten vom Europa-Park entfernt. Genau, noch nicht mehr 5 Minuten entfernt. Von uns fast 5 Minuten entfernt, also wirklich super zu erreichen und zu empfehlen. Danke, Irene, für deinen Tipp und Markus und top Restaurant. So, vom Restaurant jetzt wieder in den Europa-Park. Wir trinken jetzt noch was. Die Vivi schreibt da. Wollen uns ja noch gemütlich in die Bar setzen nach draußen. Gerade. Wir sitzen gerade im Bell Rock. Hammergeiles Hotel. Der Hammer. Auch wenn, wir haben ja außerhalb, ne, kommt immer hin und trinkt euer Gläschen. Also ich habe Ipanema wieder, weil ich hier wieder fahre. Saugeile Atmosphäre. Hier kann wirklich jeder hinkommen, weil man ist Hotelgast, wenn man hier was trinkt. Du bist der Gast des Hotels. Ist zwar kein Übernachtungsgast, aber ein Hotelgast. Deswegen super. Einfach nur Hammer. So, das war's von dem Vlog heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Es war sehr, sehr, sehr cool wieder. Haben wir mal kleine Dark Rides gemacht. Ein Dark Ride, den wir noch nicht kannten. Heute auch noch erledigt. Piraten von Batavia. In Batavia, irgendwie sowas. Super cool. Immer wieder aber richtig heiß draußen. Es ist schön kühl. Eigentlich hätte es so den ganzen Tag bleiben können. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Bett. Ich bin nämlich todesmüde. Morgen geht es schon wieder nach Hause. Morgen gibt es einen kunterbunten Vlog. Hab mir eigentlich überlegt zu starten. Noch einen schönen Tag hier auf YouTube oder Abend. Ja, wenn ihr das Video seht, schlaft gut. Bis dann. Tschüss.